Jo Leute und willkommen zurück zu Far Cry 6 und willkommen zu einem angerlichen Tag hier im stürmischen Yara. Vielleicht fange ich hier noch einen Fisch. Ist das möglich? Aber ich glaube, alle Fische sind hier weg. Ne, lassen wir das mal. Ihr seht, hier ist echt am Donnern und richtiges Gewitterwetter. Also genau das Gegenteil, was wir gerade hier aktuell in Deutschland haben, nämlich über 30 Grad. Da will ich jetzt gerne auch hier in Yara sein. Ja, los. Oh, weg hier. Nee, bleib mal lieber hier. Hier ist schön. Kann man auch Leute erschießen. Wie er hier. Der hier so gar keine Ahnung hat. Ach, das war eine Sie. Oh, fuck. Das war immer diese Krokodile. Ist ja wie in Florida. Oder in Miami. Mach mal, hier ist ein Auto. Ja, geil. Ich glaube, mein Internet ist weg. Ja, mein Internet ist weg. Egal. Ich will noch aufnehmen. Nach der Aufnahme muss ich eh neu starten. Also ich habe irgendwie aktuell das Problem. Geh mal weg, Opi. Ich habe aktuell das Problem bei meinem PC, dass sich irgendwie das WLAN deaktiviert. Also das WLAN ist ja da. Aber irgendwie mein PC deaktiviert das WLAN. Ganz komisch. Und hier ist eine Militärbasis. Hey Clara, hast du eine Ahnung, wieso das Militär eine Wetterstation besetzt? Du bist im Westen, oder? Darüber habe ich mich auch schon gewundert. Such uns einen Computer. Wir werden schon herausfinden, was die da machen. Okay, ich sehe mich mal um. Hier muss ich vorsichtig sein. Ach nee. Dani, hätte ich jetzt nicht gedacht. Lass mal hier die Kiste öffnen. Ja, brauche ich jetzt nicht. Weil ich habe schon eine bessere Variante. Hier ist eine Falle. Okay, schleichen wir uns mal ins Gebäude rein. Okay, es sieht gut aus. Ja, sicher. Da ist einer. Ich sehe einen Sunny. Hier ist auch keiner. Ach, der darauf fliegt, der lebt auch. Hier sind alle krank, okay. Das ist doch kein Zivilist, Digga. Was für ein Zivilist? Laber doch nicht. Ein Schlüssel. Ist hier gerade einer reingekommen? Ja. Schnauze. Ja, da liegt noch einer. Da kommt der nächste rein, Digga. Ja, geil. Warum kommen die alle hier rein? Och, Digga, ich wollte schleichen. Oh, ich kann hier hacken. Ah, mal den Computer hacken. Oh, fuck, das dauert. Oh, scheiße. Ja, ich bin bereit, wenn ihr kommt. Hallo, wollen die nicht kommen? Ja, okay, ich hacke euch ganz gemütlich, wenn ihr nicht kommen wollt. Alles entspannt. Okay, die mussten nochmal Verstärkung holen. Ja, jetzt kommen sie. Pass auf dich auf, Dani. Die schicken Verstärkung in deine Richtung. Ich hab's gemerkt. Ist auch eine Tür? Nee, das ist keine Tür. Oh nein! Oh, du Ekelhafter. Oh nee, kriegst du zurück. Komm, mach schneller. Digga, wie er hier immer Granaten reinwirft. Endlich. Gut, Hammer. Hier fliegt noch ein Helikopter. Ja, geil. Okay, wir haben noch eine FND-Basis gefunden, ne? Aber die wollen wir nicht haben. Ach, wir haben gleich
mehrere hier gefunden. Das ist ja geil. Das ist ja mega. Aber wir wollen, wie gesagt, die hier einnehmen. Aua, aua. Oh Gott, der Helikopter. Ja, ich hab's doch verstanden. Ganz entspannt. Friss das! Dani, da kommen Soldados direkt auf dich zu. Warte, ich brauch den Supremo. Gut, Helikopter weg. Ja, ich hab's doch verstanden. Kurz heilen. Was steht die denn vor mir, Digga? Ja, scheiße, Mann. Stand die Alte aber vor mir. Jetzt kommt dann noch ein Transporter. So, die ist weg. Machen wir mal den Wagen da kaputt. Ach Digga, der ist gepanzert. Mach dich ab da. So, jetzt nur noch die hier alle. Ja, und ein Scharfschütze auch noch, Digga. Wie ekelhaft ist denn das Game? So, einmal rüber. Der Medic ist auch tot. Okay. Ich dachte, da leben noch welche, aber wir haben es anscheinend geschafft. Ja, ist ja alles gut. Wir haben Informationen heruntergeladen. Da haben wir sogar Bonuspunkte jetzt bekommen. Nice. Okay, hier hat jemand einen Nebenauftrag. Was gibt's? Hey, ich habe von einer Flugabwehranlage erfahren. Ich markiere sie dir, damit du sie zerstören kannst. Das weiß ich zu schätzen. Das ist ja geil. Die ist gleich hier um die Ecke. Ja, dann lass sie noch mit kaputt machen. Kann ich jetzt hier ein Visier raufpacken? Ja, tatsächlich. Lass mal so eins draufpacken. Okay, bei unser AK würde ich auch noch ein Visier draufpacken. Hier, so eins. Eine Mod kann ich jetzt draufbauen, das ist ja geil. Geschwindigkeit von Ziehen und Wegchecken wird erhöht. Nachladegeschwindigkeit beim Austausch eines angebrochenen Magazins wird erhöht. Erster Schuss nach dem Nachladen fügt mehr Schaden zu. Bewegt sich schneller beim Zielen. Der Waffenschaden gegen Gegner unter dir erhöht sich. Der Waffenschaden bei Gegnern mit niedriger Gesundheit erhöht sich. Der Waffenschaden mit gezielten Schüssen erhöht sich. Ja, ich würde das hier machen. Das ging am besten. Okay. Boah, lass mal hier. Das hier kaufen. Das sieht ja richtig schick aus. Okay, kann ich hier vielleicht noch eine Mod draufpacken? Nee, hier kann ich keine Mod draufpacken. Aber das hier auch nochmal ein bisschen schön gestalten. Wie sieht's mit unserer AK, unserer MP5 aus? Nehmen wir das hier, das hier. Ja, Visier brauchen wir nicht. Mods können wir noch nicht draufpacken. Okay. Na gut. Bin ich erstmal zufrieden.
glaube aber, ich bleibe lieber... Ach Leute, hier gibt es sogar so eine schallgedämpferte Pistole. Stimmt, die haben wir ja dazu bekommen. Ja, dann nehmen wir die hier. Okay, dann fliegen wir mal zu dieser... Ich bleib bei Schambom. Flugverbotszone. Halt dich von Flugverbotszonen fern, sonst wirst du sofort abgeschossen. Flugverbotszonen erkennst du auf deinem Radar. Der Fallschirm oder Wingsuit ist deine beste Überlebenschance. Wenn alle Stricke reichen, macht eine Bruchlandung. Okay, oder vielleicht können wir unter den Radar einfach fliegen. Wann ist denn... Jo, wie schnell können die mich denn bemerken? Schnauze. Hä, aber guck mal, ich kann trotzdem weiterfliegen. Warte, jetzt fliegen wir hoch und feuern. Ich hab dich so ausgetrickst, Digga. Baba. Man hat, glaube ich, auch unendlich Munition. Wie geil ist das denn? Warte. Das freut mich doch, überall hinzufliegen. Das war aber auch in Far Cry 5 das Overpoweredste. Mit dem Helikopter hier rumzufliegen, alle auszuschalten. Das muss er echt sagen. Ich sehe hier keinen Gegner. Da. Okay, der eine tot. Jawohl. Alle umgebracht. Lass mal ein bisschen looten. Hier ist es abgereichertes Uran. Okay. Können wir weiterfliegen? Dann fliegen wir mal jetzt zu unserer Mission hier. Ein Treffen mit den Monteros. Ja, wir müssen diesen Philly finden. Philly. Ach nee, das heißt ja Willy. Ich wollte gerade Philly Wills Wissen singen, aber das war ja Willy, nicht Philly. Egal. Ganz anderes Thema. Oh, geile Landebahn. Oh. Bruchlandung. Passt doch. Erstmal hier das Zeug mitnehmen. Aufklärungsbericht, Vorratslieferung. FND-Informationen, Vorratslieferung. Stimmt, das ist auch so eine Mission. Ich weiß nicht, ob ich die machen möchte. Das ist halt einfach nur so eine Abfangmission. Das heißt, du nimmst den Auftrag an und dann irgendwo hier auf der Karte ist dann diese Vorratslieferung und dann musst du die halt stehlen. Ist jetzt nichts Großartiges. Wirklich schön bunt hier. Bist du Philly? Ich bin Danny. No. Hier ist kein Philly. Wow, was hast du auf dem Rücken? Weißt du, wo ich ihn finde? Cerveza. Also wer hat hier... Alles dient mehr als nur einem Zweck. Kannst du eine Sekunde herkommen? Kannst du mal kommen? Hältst du das mal bitte runter für mich? Das ist ein Totmann-Knopf. Eine Bewegung? Also, warum bist du hier? Ich gehöre zu Clara von Libertad. Hat sie nicht gesagt, dass ich komme? Clara! Libertad! Du wirfst hier mit großen Namen um dich. Aber ich sehe Clara nicht. Ich sehe nur dich. Also, wieso bist du hier? Hast du Familie zu retten? Kinder? Nein. Was willst du dann überhaupt hier? Ich will meinen Finger vom Schalter nehmen. Und ich will wissen, wer mir dabei hilft, Castillo umzulegen. Okay. Du bist sicher. Du bist also Claras Held, hä? Ich bin kein Held. Entschuldigung, es hat geklappt!
geklappt! Feliz Magie, Baby! Du willst das für Libertad helfen? Sprich mit Carlos Montero, unser Urgestein. Seine Familie wird unser Land retten. Super, bring mich zu ihm. No. Schritt 1, Feli muss dich lieben. Schritt 2, die kleine Montero muss dich lieben. Die kleine Montero? Sie, die... Chorizo, komm schnell mit, Junge. La Espada, seine Tochter. Zuletzt habe ich gehört, dass sie die Paria-Plantage im Osten angreifen wollte. Mag sie dich? Bist du dabei? Viel Glück, sie zu finden. La Espada? Oh Mann, die hat Feuer. Oh. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, lässt du mich mit deinem irren Rucksack spielen, okay? Nein. Na gut, dann lass dich von dem Gift nicht unterkriegen. Ach, echt ein komischer Couch. Du sagst es, Danny. Du sagst es. Bist du noch so ein Verrückter, der? Oh, der hätte mich fast ermordet. Mit seinem scheiß Totmannschalter, der nicht mal wirklich geklappt hat. Nee. Teilliste. Oh, nee. Von Philly-Sachen, da lasse ich mal die Finger weg. Der macht ja nur verrückte Sachen. Nicht schwimmen. Ah, eine Schatzsuche. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Aber die geben dann halt keine Fertigkeitspunkte mehr, sondern du konntest dann halt einfach irgendwas finden. Was? Keine Ahnung. Hier oben. Also, finde ich schade, dass es hier keine Fertigkeitspunkte mehr gibt, sondern halt alles auf diese Kleidung hier rausspielt. Aber na gut. Man kann halt nicht alles haben. Okay. Ja, dann nehmen wir hier sein schönes Quad. Nee, mach die Mucke mal aus hier. Du. Was sind das hier für Rentner, Digga? Feli. Bist du? Donny, du warst schon von der Guerilla. Du wolltest mich hochjagen. Oh, der Held. Que voilà. Wie sieht die Plantage aus? Oh, du weißt schon. Zigarren, weiße Anzüge, elegante Abendessen. Nur mit Waffen. Na komm schon, du Großstadtheld. Du bist jetzt im Westen. Das ist eine Plantage. Halt ein altes Gebäude mit viel Tabak drumrum. Espada sucht nach einem Teniente. Also ist sie vermutlich da drin. Hinter wem ist sie her? Keine Ahnung. Die Monteros halten sich bedeckt, Held. Versuch das vielleicht auch mal. Komm her! Digga, das ist nur am Pissen hier. Was hast du für mich? Danny, die Armee versucht, unsere Bewegung mit einem ihrer Kontrollpunkte einzuschränken. Wir müssen ihn zerstören. Danke sehr. Yeah, noch ein Kontrollpunkt. Habe ich nicht schon genug davon bekommen? Hey, Clara. Hast du dich schon mit Carlos Montero in Kontakt gesetzt? Noch nicht. Offensichtlich muss ich erst seine Tochter finden. Nimm mal. Ach, der ist da oben. Dann ist es mal egal. Ich gehe jetzt dorthin. Ich rufe dich an, wenn ich Carlos getroffen habe. Das wird super, Danny. Carlos wird dich lieben. Ah ja. Bezweifle ich. Now, let's try it out. Ach ja, schön durch FND-Soldaten zu fahren. Die werden mich bestimmt nicht umbringen. Ich will doch ganz gemütlich hier durch die Straßen fahren und mich verfolgen nie wieder 1000 Soldaten. Als wäre ich so das gesuchte Ziel überhaupt. Ich hoffe, gleich hört es auf zu pissen und es ist nicht so dunkel. Ist ja echt nervig. Das sieht doch schon mal richtig aus. Och, natürlich ist hier ein Fluss, Alter. Ja, scheiß drauf, laufen wir jetzt einfach. Ab ins Sperrgebiet. Du, ein bisschen Action. Conjo, sieh sich einer diesen ganzen Vivido-Tabak an. Yeah, endlich rauchen.
Spaß. Rauchen ist verboten. Boah, da jetzt durchgehen. Digga, Lunge am Arsch. Lecker, lecker. Das riecht bestimmt auch gut. Oh, da ist die fette Villa. So ein schöner Teich. Da kann man auch ein bisschen angeln gehen. Obwohl, da angelst du wahrscheinlich tödliche Fische. Gut, hier ist die Espada. Hallo? Oh, alles schon tot. Schießpulver, geil. Hallo, ist hier noch einer? Scheiße, was geht denn da oben ab? Bonja, mit dieser Espada ist nicht zu spaßen. Okay, 3, 2, 1 und rein hier! Nein! Bitte! Wer verdammt bist du? Dani, von Libertad. Bist du die kleine Montero? Die kleine Montero. Fick dich, Fili. Ich muss mit deinem Vater sprechen. Clara will ein Abkommen schließen. Claras Name bedeutet hier gar nichts. Du arbeitest für Clara Garcia? Du bist Carlos Monteros Tochter? Bitte töte mich nicht. Sag mir, wo dein Teniente ist. Versprech mich nicht zu töten. Ah, Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! Das ist Josés Privatinsel. Hast du alles? Nein, aber es ist genug. Und der? Und der sagt seinem Boss, José Castillo, dass ich all seine Tenientes töten werde, einen nach dem anderen. Nur zum Spaß. Danach befreie ich alle Parias, die diesen beschissenen Tabak herstellen. Das tue ich für mein Volk. Und schließlich sagt der José, dass ich ihm die Kehle aufschlitze, genau hier. Und das tue ich für mich. Ich glaube, ich muss das aufschreiben. Sag dem kleinen Schweineficker einfach, Espada war hier. Und sag deinen Freunden, sie sind im falschen Team. Gehen wir zu Papa. Und die nächste Verrückte. Okay. Jetzt aber schnell. Klingt, als hätten sie deine aufgeschlitzten Leichen gefunden. Ach, nicht lange. Schnauze jetzt hier. Jetzt reicht's aber auch mal hier. Kann ich hier noch kaputt machen? Explodier doch! Na, geht doch. Au, 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 ich bin ja tot. Warte, hier, Supremo, hilft immer. Oh, der hilft wirklich. Ja, warte mal, ich sehe nichts. Boah, Leute mit einer Gasmaske. Was? Ich glaube, mir ist gerade irgendwie eine Palme auf den Kopf gefallen. Und das war gerade kein Scherz. Espada! Espada! Nein, Espada! Hat mich nicht gerecht. Ich hasse Espada. So, jetzt Espada, komm jetzt. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Gut, aber hier beende ich jetzt mal lieber die Folge. In der nächsten Folge werden wir die FND-Soldaten aber komplett zunichte machen. Okay, haut rein. Ciao, ciao.